Tanner taught me a new story. Zilaza had been taught. Vor allem, weil wir ja auch Dampf brauchen. Der muss ja auch irgendwo herkommen. Und ist natürlich sehr hübsch gestaltet. Ja, wir werden das Upgrade brauchen für den Handschuh, um die Kartuschen zu verbinden. Welcome to the Juston Realm. Be careful. Many were sent to deep sleep before their time. Hier habe ich mir das Rote Reich anders vorgestellt. Danke Arrakesh für dein Prime-Sub, vielen Dank. Aber hier ist dann der Turm, den wir hier hochheben müssen. Blau war einfach schon vergeben für Eis. Ach guck mal, hier ist auch Kettenenergie. Guck mal, da oben hängt ein Eiswürfel in der Luft. Komische Wolke. Keine Energie für den Aufzug. Also bitte. Muss ich doch ins Grüne? Was scheint es, als wenn ich hier die Kettenfähigkeit schon brauche. Ich weiß nicht mehr, als ich im Grünen war, da musste mich auch irgendwas brauchte ich. Vielleicht war es doch der Distanzschuss, den ich da brauchte und nicht die Kettenfähigkeit. Lässt mich nicht mehr zurück. Der hat keinen Strom, der Bunker, deshalb. Bei einer anderen Ecke. Hier war das. Ich hab schon gedacht, ich darf nicht mehr zurückreisen.
Das geht in allen Reichen ohne Spezialfähigkeit bis zum Bogen. Keep the mission, they told us. And I believe them. And we did it well. Preparing for the arrival. Egal, ich gehe einfach nach grün. Für mich hat sich blau richtig angefühlt als erstes. Weil hier weiß ich, da kamst du direkt auf eine Plattform. We eat. Okay, wir essen. Das ist... Alles klar. It was here, in the seal vaults. Ich war beim ersten Mal nicht richtig verstanden mit dem Koppeln. He can't observe. I heard these stories by then. I wish you could remember. And yet, I'm glad you didn't. Mein Proof. Habe mir gerade eine Foundation-Reihe auf YouTube angeschaut. Und jetzt? Moment, will ich entkoppeln? Alles klar. Also, koppeln, dann kann ich mit dir interagieren. Stopp! Ah, Hilfe! Ich wollte nur einen weiter rüber. Aber hoch können wir ja an der Stelle nicht. Also noch einen vorwärts, weil das hier ist so... Na, wenn man drauf gucken könnte... Ne, du hast ja die Öffnung hier und du musst es halt so machen, dass du wirklich dahin kommst. Ja, es wird mehr dazu geben. Aber ich kam heute nicht dazu, dazu was aufzunehmen. Gerne, Bloody.
Moment mal. Obwohl der da unten... Da müsste ich wahrscheinlich von der anderen Seite kommen, dann könnte ich den koppeln. Gucken wir erstmal, was hier auf der anderen Seite noch möglich ist. Oben ist, müsste ein Durchgang sein, wodurch ich dann überkomme, wo irgendwie habe ich Bauchschmerzen. Beiden kannst du gerne koppeln. Ob mir das hilft in irgendeiner Form, ist einmal dahingestellt. Da muss ich raus. Nee, das macht ja auch hier. Guten Abend, Dark. Die richtige Antwort übrigens auf, oh, mein Abo ist abgelaufen, ist nicht Adblock redet, sondern ach, da kann ich ja nochmal ein Abo abschließen. So, da ist die Treppe, die ich gesehen hatte. So, jetzt kann ich den mich nach unten bringen, kann die andere Seite entkoppeln und kann auf der Seite mit dem weiterfahren. Und kommen wir dann andere Türen ran. Weil es ist ja A, B, C Floors, jedenfalls vier Türen. Nur ich weiß gar nicht, welche die finale Tür ist, durch die ich durch muss.
entkoppeln kann ich nicht. Also ich brauche eine Plattform. Zurückschieben. Nein, Moment. Nimm den mit runter. Weil ich glaube, die Tür hatte ich ja vorhin aufgemacht. Kann man den Wagen unten vor die Lok spannen? Ich denke mal, das ist jetzt der Sinn. Ich kann es mit der Lok, also mit der Seitenlok hier anspannen. Weil hier steht ein Wagen alleine. Und dann fährst du nämlich die hoch. Und dann kommst du auch an diesen Transporter an der Seite. Stopp, zurück. Nein! Ja. Das bedeutet, ich habe jetzt gedacht, oh, ich wollte schon sagen, das ist aber ein schönes Logikrätsel jetzt. Aber du musst einen von den drüben, musst du da rüberziehen. Ja, leck mich fett, das ist richtig assi. Jetzt die Frage, ob ich den einen jetzt wieder nach oben bewege. Da ist was kaputt, was repariert werden muss. Ja, da oben ist ein Kran, aber trotzdem. Aber auch dafür stehe ich doch gerade schon falsch. Ja, okay, man muss keine dritte Plattform holen.
Aber dich lasse ich jetzt eben hier. Weißt du, was scheiße ist, dass ich habe ja alle Türen, glaube ich, aufgemacht. Weil das mir das gerade nicht sonderlich hilft. Ich weiß, von ganz oben rechts, aber ganz oben rechts bin ich ja gerade nicht. Deshalb, ich muss mit einer Plattform, die rechts angedockt ist, muss ich nach hier oben, damit ich an da hinten rankomme. Weil ich bin ein paar Schritte zu weit gewesen. Und das macht es jetzt für mein Gehirn wieder komplizierter. Wann habe ich den denn? Wie und wann habe ich den denn da stehen lassen übrigens? Das war nämlich die Treppe von ganz unten. Nein. Zurück.
Dann lassen wir die Plattform nochmal wieder hier. Kann ich mich hier nicht zweimal vorwärts fahren? Absenken, das müsste ich neben der Plattform stehen, oder? Ja, neben der doppelten. Entschuldige, wenn ich gerade nicht auf den Chat so interagiere, aber es verwirrt mich dann einfach noch mehr. Da gibt es auch eine botanische Hebevorrichtung. Ohne Kack, und hier komme ich nur dahin. Nee, wollte schon sagen. Danke fürs Folgen, Chewbacca. Komme ich hier hinten an die Plattform ran. Oh Mann. Ich würde mal darauf tippen, dass der nicht im Weg sein wird gleich.
we measure. Jetzt müssen wir den einen, glaube ich, wieder hier lassen. Schreiben sollen oder aufmalen. Danke, Daddy, fürs Folgen. Und ja, mein Kopf überhitzt so langsam. Und jetzt habe ich die andere Seite angeschlossen gelassen. Da blockiert doch der da oben, wenn ich die andere Seite dran lasse, oder? Ah ne, das eine Schiene zu früh, stimmt. Kann ich dran lassen. Ah ne. Stimmt nicht. Doch, ich muss so weit hoch, weil ich den einen da oben wieder positioniert habe. Danke Sunbreaker für ein Stufe 1 Sub. Andersrum. Jetzt können wir durchfahren bis zum Transporter. Na? Beziehungsweise Fahrstuhl. Oh mein Gott. Sehr gerne Sunbreaker für meine Videos. Notebooks. C'est Andrew.
defendant. We are the defendant. My purpose was here. My solace is here. Jetzt sind wir hier an dem botanischen Ding. Das ist eine Luftkammer. I awoke from the deep sleep. And was mentored in this realm. Okay, es gibt mehrere Eingänge. Few animals now. Ah, egal welche von beiden. Drehen Sie Pflanzplattformen regelmäßig, um eine ausgewogene Bewässerung zu gewährleisten. Nee, du kannst an den Seiten nicht runterfallen. Ich weiß übrigens noch gar nicht, wo mein Ziel ist, ob ich oben auf die andere Seite muss oder irgendwo unten hin muss. Aber wenn ich das richtig sehe, da unten ist nämlich eine Konsole und ich denke mal, dass ich an die ran muss. Und nein, ich sollte mich nicht nur anheben, weil... Das ist ja gar nicht das Ziel der Sache. Oh nein, dann kannst du das Ding noch drehen. Ich denke mal, ich muss den einen rüber drehen. So rum.
Oh, danke, Honigkuchen, für 20 Subs verschenken. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Sehr lieb von dir. Heil dir, Honigkuchen! Möge Sonnenschein auf dein Haupt scheinen, jeden Tag. Aber ich glaube, ich habe das falsch gedacht. Weil da muss ich, glaube ich, hin. Das ist das Ziel. Also muss ich es schaffen, sie so zu drehen, dass sie da rüber gehen. Guten Abend, Ali. Und so wie es aussieht, gibt es da zurzeit keine Verbindung. Weil ich an den da nicht ran... Also da komme ich nicht drauf. Da geht's noch weiter runter. Vorhin auch gegen den Uhrzeigersinn gedreht, aber ich glaube, ich gehe mal ganz kurz auf Klo. So, mein innerer Monk sagt mir übrigens, einfach ist so weit zu versuchen, immer einen Schritt weiter zu drehen und es dann wieder zu versuchen, rüberzukommen. Und ich glaube, das wäre auch die einfachste Geschichte. Und wenn es nach 4-mal Drehen immer noch nicht geklappt hat, dann muss der Fehler irgendwo bei mir im Gehirn sein. Entschuldigung. Das sieht gut aus. Hier kann man vorne nämlich noch nicht rein.
Weil draußen das zu sehr zugewachsen ist, ich ja keine Hände habe, um das wegzumachen. Elevator enthusiastisch. Enthusiast. Achievement. Ich glaube, ich werde heute nicht alt im Stream, also irgendwie ist mir unwohl. Ach, guck mal. We wake, we live, we sleep. The cycle. We keep, we are kept. Hui! Nochmal danke, Honigkuchen, an die Subs, die du verschenkt hast. Das ist super lieb, aber kannst auch ruhig was sagen, wenn du es verschenkt hast. Stille Verschenker machen mich immer ganz nervös.